Super! Yolo Trophy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Wir haben Spoiler von der Folge 126 von Dragon Ball Super und das ist auch eure Spoilerwarnung, falls ihr nicht wissen wollt, was in den zukünftigen Verlauf von Dragon Ball Super geschehen wird. Die Credits gehen hier raus an Yonko Proud und auch an Govita, von denen ich beide Übersetzungen genommen habe, um das bestmögliche Übersetzungsbild für euch zu liefern auf Deutsch. Denn gerade diese Spoiler sind vom Verständnis her sehr interessant und deswegen will ich das Ganze jetzt für euch runterbrechen. Also Dragon Ball Super Folge 126. Vegeta fordert Gott hat Zerstörung Toppo heraus oder auch einen Gott übertreffend Vegetas selbst riskierende Attacke. Das war ja auch der Titel, den wir davor gehabt hatten. Also, der in die Enge gedrängt wordene Toppo demonstriert die wahre Kraft eines Gottzerstörungs Kandidaten oder auch Anwärter. Unterstützt durch Jiren greift er Vegeta an, aber Vegeta fordert Jiren mit voller Kraft durch atemraubende, durchgehende Attacken heraus. Wer wird der Gewinner sein? Eine absolute hilflose Situation. Z17 benutzt Steine für seinen Angriff, während Freezer mit seinen psychischen Fähigkeiten versucht, Toppo zu besiegen. Doch davon abgesehen, kontert Toppo und bringt beide zu Boden. Also, Govita hat die letzte Passage der Spoiler auch so übersetzt, dass er geschrieben hat, dass er beide besiegt und das ist die erste Sache und zwar, es steht zwar hier, dass Toppo mit seiner quasi neuen Form, mit seiner wahren Kraft als Kandidat von dem Gott der Zerstörung, denn diese Transformation von Toppo, die wir aus der Preview von der Folge 125 kennen, wird vermutlich der Cliffhanger sein von Folge 125, deswegen wird es in die Folge 126 mit reingenommen und dann wird die wahre Kraft quasi demonstriert. Also, wir haben das hier und zwar haben wir hier, dass Toppo gegen 17 und Freezer kämpfen wird und hier steht, dass er die besiegen wird, beziehungsweise auf den Boden zurückbringen wird und das heißt, dass er sie fertig machen wird, aber es heißt noch nicht, dass er sie rausschmeißen wird. Das ist ein Unterschied. Also, ob die wirklich rausfliegen, ist noch nicht klar. Z17 sowieso, der Typ hält sich unglaublich lang. Und gerade diese Situation von Toppo, Z17 und Freezer in Bezug auf die Situation von Vegeta ist hier sehr, sehr interessant. Und zwar gehen wir jetzt mal auf den Kampf Vegeta gegen Jiren ein. Irgendwie kommt es dazu, dass Toppo und Jiren Vegeta gleichzeitig angreifen. Mal gucken, wie das sein wird, weil das ist schon ein bisschen komisch. Das wirkt sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber nehmen wir das mal so hin, wie es geschrieben ist. Und zwar, dass die beide Vegeta angreifen. Dann kommt es irgendwie dazu, dass Toppo irgendwie weg ist und es dann eher um Vegeta und Jiren geht, also sehr merkwürdig, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Vegeta hier mit seiner vollen Kraft gegen Jiren angeht und ihn sehr, sehr viele Attacken durch die Gegend schmeißt quasi. Deswegen sehen wir hier, Vegeta geht full out und das heißt auch, wenn wir hier sehen, inwiefern Vegetas Form all out gehen kann, wie stark seine Form ist, was diese Form alles drauf hat. Genau das werden wir in dieser Folge sehen. Hoffentlich, wirklich hoffentlich, werden wir auch eine minimale Erklärung dazu bekommen zu der Form von Toppo oder zu der Warnkraft von Toppo und zu der Form von Vegeta. Mal sehen, ich hoffe sehr stark. Aber hier steht, wer wird der Gewinner sein und es sieht sehr stark danach aus, dass Vegeta in der Folge 126 rausfliegen könnte. Das könnte hier passieren, weil Vegeta geht hier full out, also volle Kraft und er geht gegen Jiren und Jiren ist sehr, sehr stark und was halt sehr, sehr interessant ist, ist, und zwar wenn Vegeta hier nochmal seinen Kampf hat gegen Jiren, weil von Goku ist überhaupt nicht die Rede, also kämpft Vegeta erstmal gegen Jiren. Vielleicht kommt es auch zu einem kurzen Goku gegen Toppo, aber ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall, Vegeta geht gegen Jiren ran, kämpft gegen ihn wie in der Folge 122, gibt ihm alles, was er hat und wird ihn dann wahrscheinlich so ein bisschen schwächen. Könnte auf jeden Fall passieren. Und dann kann es dazu kommen, dass er dann rausgeschmissen wird. Und irgendwie könnte man diese Passage, dass Vegeta von Jiren rausgeschmissen wird, damit verbinden, dass Goku quasi den letzten Trigger bekommt für den Ultra Instinct. Vielleicht macht das Sinn. Vielleicht erkennt auch Son Goku im Kampf Jiren gegen Vegeta etwas, was ihm selber weiterhilft, was ihm mit dem Ultra Instinct weiterhilft. Und vielleicht passiert sowas in der Art, wäre auf jeden Fall hier nochmal sehr, sehr interessant. Wäre natürlich ziemlich krass, das ist jetzt wirklich eine Prediction von mir, die ich einfach nur reinschmeiße, weil es interessant wäre oder cool wäre, wenn Vegeta wirklich eine Attacke vorbereitet, die richtig, richtig stark ist und Jiren die dann auf Goku umleitet und so der dritte finale Ultra Instinct entstehen wird. Aber wie gesagt, ist natürlich sehr, sehr, sehr abwegig. Wäre aber eine coole Thematik, muss man hier sagen. Aber lasst mir gerne in den Kommentaren da, ob ihr denkt, dass Vegeta hier rausfliegen könnte, ja oder nein. Weil das Ding ist hier, es riecht sehr stark danach. Man würde sagen, okay, Vegeta ist eher gegen Toppo down. Aber nach diesen Spoilern sieht es ein bisschen mehr danach aus, dass Toppo quasi ein bisschen gegen ihn kämpfen wird, aber nicht ganz. Und dann die Folge 126 eine Folge sein wird, die zeigen wird, dass Z17 und Freezer fertig gemacht werden. Und dann könnte es dazu kommen, dass die beiden eben Toppo rausschmeißen. Es könnte wirklich dazu kommen, dass die beiden gegen Toppo kämpfen und eventuell ihn raushauen können. Ich meine, Z17 Stärke ist merkwürdig, weil er halt wieder gebracht worden ist und seine Stärke schwer einschätzbar ist. Und Freezer ist natürlich auch sehr, sehr stark. Aber vielleicht können die es beide sogar schaffen. Dann hätten wir Z17 und Freezer gegen Toppo, die dann nochmal kämpfen. Und dann hätten wir Vegeta, der rausfliegt, und Goku gegen Jiren als Finalkampf. Und dann Kampf Toppo gegen Freezer. Freezer und Z17 könnten Toppo und Z17 rausfliegen und Freezer überleben und so haben wir das Endresultat von diesen drei Kämpfern, die noch da sind. Also mal gucken, das Ganze riecht sehr, sehr interessant, kann sehr, sehr spannend werden, aber ihr merkt auch schon hier, dass es sehr viele Variationen gibt, wie sich diese Situation ausspielen kann, was passieren kann. Deswegen lasst mir gerne da,
Wie denkt ihr, könnte das Ganze jetzt sein mit Vegeta, mit Toppo und mit den Restteilnehmern von Universum 7? Es werden jetzt erstmal 2 Folgen lang keine rausfliegen, aber danach denke ich schon, Folge 127 könnte jemand rausfliegen, je nachdem, ob wirklich in Folge 126 Vegeta schon rausfliegen wird. Aber ich denke, das würde dann eher, wenn es passiert, in der Folge 127 passieren. Auf jeden Fall wäre es das von den Spoilern gewesen von dieser Woche. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und auf diesem Video hier freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.